Hallo und herzlich willkommen nun zurück zu Final Fantasy XIV Heaven's Wall. Ja, kommen wir jetzt nun zu der letzten Jobquest des Beschwörers hier in Heaven's Wall. Hier haben wir Beschwörer Jobquest 60 nun und ich hoffe, es hat euch die anderen auch gefallen und auch sonst die anderen Jobquests zu den anderen Klassen. Und ja, macht auf jeden Fall echt viel Spaß und erwartet auf jeden Fall noch weitere Videos von Final Fantasy XIV nebenbei auch von anderen Projekten, die ich ja auch so gesehen mache, aber Hauptprojekt oder Langzeitprojekt ist eben halt auch Final Fantasy XIV, soweit ihr ja auch wisst, seit über 3 Jahren. Dennoch werde ich euch über nebenbei auch andere Projekte mal repräsentieren. Ist jetzt nicht nur dieses Spiel hier. Ich könnte eigentlich nur einen FF14-Kanal machen, aber es wäre zu eintönig für meinen Geschmack, weil ich will auch natürlich andere Spiele präsentieren, so viel wie möglich und da auch euren Feedback erfahren und somit ein bisschen so mehr Bandbreite zu haben. Deswegen mache ich das so gesehen auch. Also nicht wundern, es bleibt dennoch Final Fantasy XIV soweit erhalten und wird auch weiterhin gemacht und so. Es ist einfach nur so, dass ich zwischendurch auch mal was anderes bieten möchte und ich hoffe, ihr versteht das soweit. Dieses Konzept. So, aber wir machen dennoch das trotz weiter. Die ultimative Technik. Da bekommen wir Todesflamme. Es sieht so aus. Wir haben ja Ätherfluss. Durch Ätherfluss können wir so gesehen Abilities einsetzen, die durch den Ätherfluss verloren gehen. Und dadurch können wir so gesehen dementsprechend Bahamut Äther gehen. Also Bahamut Trance. Und der Bahamut Äther. Und dadurch können wir so gesehen auch noch weitere Fähigkeiten einsetzen, die schon recht stark sind, die uns 10% Burst geben, Damage. Und ja, wenn wir eben halt in dieser Bahamut Trance sind, wird dann so gesehen auch diese Ability wie Todesflamme eingesetzt. Ich denke mal, man kann in der Zeit erstmal die Fähigkeiten einsetzen und danach muss man dann den Rest mit Todesflamme draufklatschen. Damit wird sowieso eh dann die Trance beendet, aber dann habt ihr nochmal das hier eingesetzt und das soll ja auch nicht gerade schwach sein. Todesflamme ist wie das bekannte von Bahamut Arkmorn und haut ordentlich auf jeden Fall rein. Du führst eine elementarneutrale magische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. Bahamut Trance wird beendet. Attacke Wert 400, bei PvP 300. Bedingung: Bahamut Trance aktiv. Okay. Aber ich hoffe, ihr seid weit dahergekommen, wie das so ungefähr so funktioniert oder was ich mir auch so denke, was das auch sein soll. Dass es einfach so eine Kombinationsarbeit ist, die man nach und nach hinterher ausführen wird dadurch. Ach, die Bibliothek. Sehr gut. Goodbye, Bibliothek. Oh, da müssen wir da weit runter.
Orangisches Hinterland. Falkenhorst. Aber da wäre der Weg kürzer, ne? Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Sollte aber, glaube ich, gehen. Achso, da ist hier diese Höhle. Ach, genau. Natürlich. Jetzt müssen wir mal einen großen Bogen hier rummachen. So, den Kampf, die ultimative Technik beginnen. Jawohl. Dami wieder. Der Kerl hat ein Händchen für schlechtes Timing, ja. Oh, 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 oh. Vier Stück. Zwölften Stabs. Zwölften Schwerts. Und zwölften Pentagramms. Für unser Meister, für La Brea. Und this case. Ja, Angriff die beste Verteidigung, so sieht's aus. Ja, los geht's. Besiege La Breas Schüler. Ich würde mal sagen, greifen erstmal den Healer an, oder? Oder erstmal den, ist mir eigentlich egal.
So, genau, das war das hier. Und jetzt haben wir schon zwei Stacks gesammelt. So, jetzt können wir in dieser Trance gehen. Jetzt verbraucht unser Buin gar richtig wenig. Ihr seht, das ist ziemlich tief abgesunken an MP. Jetzt ist er wieder hoch. Aber habt ihr gesehen, ey? Schon nice. Wie viel das verbra wie wenig das noch wurde. Natürlich hält er ja mehr aus, dieser Typ hier. Oh, ich habe einen Kometeinschlag. Symbol. Hier sind wir so weit wie möglich weg. Au, 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 au. Ich glaube, die dürfen sich bestimmt nicht zusammen stacken, wie wir das ja von T9 kennen. Gehe ich mal stark davon aus. Die nicht aufeinander gehen dürfen. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch einer. Oh, 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 oh. Ah, warte mal, ich habe vergessen hier den wegzumachen. Ich wollte nicht Titan Iggy haben. Wir wollen ja Garuda haben. Wow. Er legt sich ja ordentlich jetzt in seine Schale hier. Liegt das irgendwo hier hinten ab? So. Trends noch mal raufknallen. Oh, wir haben es geschafft. Ha. War ja gar nicht so übel. Ein Börschchen. Bahamut.
Der Todeshölle vernichtet. Die Macht von Bahamut. Sie lacht erstmal. Die ist ja drauf. Ah, nee. War alles geplant von ihr. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, somit haben wir die ultimative Technik abgeschlossen und haben somit jetzt Todesflamme. Jawohl, Seelenbeschwörer 2. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir werden auf jeden Fall die nächste weitermachen. Mit der nächsten Klasse. Steht auf jeden Fall fest. Und ich hoffe, ihr seid dann auf jeden Fall dort wieder dabei. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen. So, dann wollen wir das mal anschauen. Zack, und dann. Boom, Baby! Ziemlich cool gemacht, auf jeden Fall. Ja, und dann werden wir auf jeden Fall dann bei der nächsten Klasse dann weitersehen. Ich denke mal, das wird der Astrologe sein. Und dann haben wir noch den Schwarzmagier. Er kommt ja auch noch dran. Und dann haben wir ja nur noch den Weißmagier und dann sind wir fertig. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell können wir schon fertig sein mit dem ganzen Kram. War auf jeden Fall echt ziemlich cool. Aber ihr könnt gerne Feedback da lassen und euch auch gerne mal die anderen, ja, anderen Jobquests reinschauen. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr da auch mal gerne Interesse hättet, da auch mal gerne reinzuschauen. Und ja, wir werden auf jeden Fall irgendwann bei Stormblood bestimmt sehen, wie das alles noch so weitergeht. Das wird auf jeden Fall bestimmt sehr interessant alles noch. So, wir müssen nochmal schnell irgendwo hinrennen hier. Ich wollte es ja nochmal demonstrieren. Bam. Dann gehen wir wieder in dieser Stance. Können wir hier so gesehen jetzt nochmal schön alles draufklatschen. Wir sind ja so lange in dieser Stance. Und können ordentlich viel Schaden machen. Und wenn wir dann bereit sind, können wir dann das ja alles. Oh, das ist super. Das ist echt nicht schlecht. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall noch weiterhin dabei sein würdet. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Falls nicht, ist nicht schlimm. Aber lasst gerne Support da. Schaut uns immer gerne regelmäßig rein. Würde mich auch darüber freuen. Ja, und eure Meinung natürlich vom Beschwörer, dies, das, würde mich auch mal interessieren.
Und ja, auch sollst du bei den anderen Jobquests reinschalten. Oder bei anderen Projekten, die ich noch nebenbei mache, neben Final Fantasy 14. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Falls ihr halt immer wieder ein neues Final Fantasy Video wartet, werdet ihr immer halt Denise halt, ja, welche kommenden sehen. Besonders wenn hier Patches kommen oder besonders auch bei den Big Patches. Und freut euch auf jeden Fall auf eine Menge Stuff auch noch nächstes Jahr mit Stormblood. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder bestimmt bei den nächsten Jobquests. Ich würde mich auf jeden Fall freuen darüber. Ansonsten bei einem anderen Video. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.